电池或者电池厂。问题是苏格兰的气不是变成跟自在不能差，变成 here as electromagnetic field 等等这样。那么我们再看一下这张图，这张图呢是人类最近这几年的一个重大的发现。Und hier haben wir eine Tabelle über eine größere medizinische, eine der größten medizinischen Entdeckung der neueren Zeit. 从解剖学的角度看，人的这个骨骼和肌肉就叫骨骼肌，本来只是什么支持人的运动和支持人的身体的一种结构。Bis jetzt pathologisch gesehen gehört es zu unserer Muskulatur und der Knochenstruktur nur zu den Systemen für die Kraftanwendung bzw. Systemen, wo der ganze Körper gestützt werden kann. 但是后来科学家发现，这个本来用来运动的结，这个解剖的结构，原来是全身最大的内分泌的一个结构。Vor nicht allzu langer Zeit haben wir festgestellt, dass unsere Muskeln und Knochen nicht nur solche Funktionen haben, sondern sie sind in der Tat, sie gehören zu unserem endokrinen System, besser bekannt unser Hormonsystem. 也就是说，当我们用拍打还有拉筋这个物理动作进行实施的时候 ，letztendlich durch unsere Methode von Paida und Latin, also durch das Strecken und Schlagen.我们人身上体内已经产生了化学的和生物的变化，甚至是磁场和气的变化。Und es findet dabei eigentlich große Veränderungen in unserem Körper statt, die dann sowohl physikalisch betrifft, als auch wenn wir mal erklären möchten, wie mit 气 erklären dürfen. 这些变化包括各种各样的新的内分泌的东西，包括比如说产生荷尔蒙，还有胰岛素，还有干细胞等等等等。Also zum Beispiel zahlreiche chemische Veränderungen, dass unser Körper bestimmte Bodenstoffe ausstoßen etc. 比如说对于得糖尿病的人来讲，他就会产生胰岛素的这种制造功能，这个胰岛素就可以化解他的这个身上的糖分。Also letztendlich durch unsere Methoden wird unser Körper eigenes System aktiviert, um benötigte Bodenstoffe für sich selbst zu produzieren, wie zum Beispiel Insulin.它还可以产生一种东西来燃烧你身上多余的脂肪，所以说你就减肥了。Und dabei wird sehr viel Körperfett, eigene Fett verbrannt. Also nebenbei nimmt man auch noch ab. 比如说，我们曾经有过这样一个妇女，她已经五十多岁，就已经月经已经闭了半年了，没有来月经。Wir hatten eine Patientin, die schon bereits Menopause hatte. 结果拍打拉筋之后，哎，月经重新又回来了，而且非常有规律。Und danach, nachdem sie die Methode angewendet hat, hat sie dann ihre Regel wieder. 她非常开心，因为这就意味着她的这个荷尔蒙的分泌又等于又重新恢复了。Also sie hat sich sehr gefreut, denn das heißt, einige bestimmte Bodenstoffe bzw. Hormone hat sie wieder. 为什么我们拍肩周炎呢？还有膝盖的关节炎的时候一拍，止痛的疗效会这么好呢 ？Warum?Hat das so viele Wirkungen zum Beispiel bei Knieschmerzen und bei der Schultergelenkschmerzen oder Entzündungen gezeigt? Weil in dieser Prozess dann es eine Menge Gammazellen gibt. Gammazellen sind die größte Eigenschaft, und letztendlich hat dafür gesorgt, dass die Knorpelstelle von uns wieder neue Stammzellen produzieren und dafür für neue Regeneration sorgen. Wir haben gerade gesagt, dass diese Worte nicht von der Luft kommen.这是在美国的一个很有名的一个科学杂志叫《细胞》，2007年8月份就发表了哥伦比亚大学卡桑提教授他的团队的这个重大发现。Also das basiert zum Beispiel auf der Untersuchung von der Professor Gerald Carsonte von der University, Columbia University und seine Resultaten und Untersuchungsergebnisse hat in der Magazine Cell von August 2007 veröffentlicht.当时他们只是发现骨骼和肌肉能够产生胰岛素这样功能之后，他们就预言在未来的几年之内，一定有一个新的治疗糖尿病的方法一定会出现。Damals haben sie dann festgestellt, dass unser Körper eigene Knochen- und Muskelsysteme auch Insulin produzieren können, und sie sind auf die Idee gekommen, das wird ein revolutionärer Ansatz für neue Behandlungsmethoden sein.但是他们当时只知道这个原理，而不知道这个临床的方法就怎么具体的用来治病。
Aber theoretisch haben sie dann herausgefunden, was diese Systeme eigentlich leisten können. Nur die richtigen Methoden, um das anzuwenden, haben sie noch nicht. 结果，中国卫生部的一个研究所的一个研究员叫王教授，他发现了我们这个拍打拉筋的体验营，他特别的吃惊啊。Und es gab einen Professor Wang von der chinesischen Gesundheitsministerium, als sie unsere Camp entdeckt hatte, war sie sehr aufgeregt. 因为他是读过这个哥伦比亚大学的这个报告，他知道这样的原理，他也一直在寻找。这样的临床的方法治疗的方法在哪里结果他觉得终于找到了 Weil er diese Artikel von der Magazine Cell bereits schon kannte und er suchte gerade händering nach Methoden die diese Art von Theorien bestätigen können 我们是有一次在一个中医的一个聚会上认识的最后我因为有事先走他就跟其他的那几个哥们说你们记不记得这个留着三腰胡子的家伙说这个哥们可是真的中了头彩了Also einmal, als wir nach unserem Treffen, hat er zu anderen Teilnehmern gesagt, seht ihr den Ziegenbart? Er hat den Haupt losgewonnen. 后来呢，他就和浙江大学的另外一个教授，专门用了一台德国的仪器，跑到我们体验营，因为他们是科学家，一定要用具体的数据和指标来说话。Da Sie ja selbst Wissenschaftler sind, müssen Sie ja Ihre Ergebnisse und Resultate mit Zahlen belegen.Also haben sie extra sogar Gerätschaften aus Deutschland importiert, um den Gesundheitszustand von den Patienten zu untersuchen, also für die Vorher-Nachher-Untersuchungen. Also sie haben bei der Vorher-Nachher-Untersuchung der 7 Tage dazwischen gedauert hatten, festgestellt, dass viele wichtige Werte in unserer Körper bei den Teilnehmern haben sich dann stark verbessert und normalisiert. 比如说我现在看到这位先生刚才帮他拍打的时候因为他是得的是帕金森还有腰痛腿痛刚才给他拍这个胳就胳膊走这个地方的时候他就当时就明确地表示说他的腰背痛已经减轻了很多 Also vorne haben wir einen Teilnehmer der an Parkinson und Rückenleiden leidet und vorhin nach unserer Anwendung hat er sofort eine Linderung an seine Rückenschmerzen gemerkt 现在我们从另外一个角度也就是从这个 Resonance 共振和音乐的原理来讲一下我们这个治疗的原理 Also vielleicht können wir auch von dem Aspekt derkörpereigene Resonanz solche Probleme erklären. 大家发现没有中药的这个药的正体字也就是繁体字大家看到没有是怎么写的 Also für chinesisch kundige Teilnehmer wird dann feststellen können, dass das Zeichen Musik und Medikament bei chinesisch sehr ähnlich ist. Nämlich Medikament besteht aus Musik mit Gras-Symbol auf dem Kopf.也就是说中医的药的概念也就是说草里头长出来的音乐 Also man könnte sagen das Medikament nach unserer Verständnis vielleicht eine Art Musik der aus Pflanzenwelt besteht 你也可以说那个草字头是两个天线是从天上接到的音乐 Also die zwei Antennen da oben auf der Zeichen sieht auch aus als würde der himmlische Melodien empfangen我们人类能够看见的颜色和听到的声音其实都是有一个振动的频率的 Sowohl die Farbe als auch die Klänge, die wir wahrnehmen können, haben immer ihre eigene Resonanzen und ihre Frequenzen. 所谓中药的这个药的概念它不是经过化学成分来确定而是通过它的这个音乐的频率所以说我们把它称之为叫归经就不同的经络它走不同的频道Und bei chinesischer Medikation achten wir oft darauf, nicht gerade auf der chemische Zusammensetzung, sondern auf sogenannte Resonanz und sein eigener Klang. 而西医的这个药呢，完全就是看到它的化学成分来确定它有什么作用。Und bei der westlichen Medizin besteht natürlich der Zusammensetzung und Inhaltsstoffe hauptsächlich dieser Medikamente. 所以说，要从这个意义上讲，我们所说的药，实际上就是用一种频率。和其他的病体的频率进行互相的振动达到谐振之后来改